Es ist einer der letzten Sonnentage im Oktober 2016. Kurs Süd liegt an. Es geht in den Dunstkreis um Landshut. Es geht zum Blind German, den ihr selbstverständlich aus dem A1K-Forum bestens kennt. Und weil es eben zum Blind German geht, könnt ihr eure Universalübersetzer schon mal mit einer zweiten Spur programmieren. Möglicherweise ist auch ein Koprozessor dafür notwendig. Die erste Spur bleibt wie gehabt hessisch und Spur 2 bayerisch. Ich habe jetzt noch ein paar Kilometer vor mir, aber euch kann ich hier schon mal viel Spaß wünschen. Der Klassiker von allen, der Commodore Amiga 500, dürfte damals bei den meisten Amiga-Besitzern die erste Maschine zu Hause gewesen sein und in seiner Grundkonfiguration, so wie wir ihn hier jetzt vor uns stehen haben, nein, nicht ganz die Grundkonfiguration, das Kickstart stimmt nicht ganz, was wir drin haben, war aber am Anfang meistens zu haben. Wir haben da also die normale 68.000er CPU mit ihren 7,14 MHz und auf dem Board die bekannten 512 Kilobyte Chip-RAM und obligatorisch, wenn auch nicht immer im Auslieferungszustand dabei, so doch immer gern als extra dazu gekauft, zusätzliche 512 Kilobyte Slow-RAM, auch wenn diese als Fast-RAM im System angezeigt werden. Es ist aber, wie wir wissen, das Slow-RAM. So, die Kiste an sich, nichts großartig Spektakuläres. Der Kenner sieht hier eine Alpha Power, da ist eine Festplatte drin. Und das spielt jetzt erstmal keine weitere Rolle, denn unser erstes Thema ist Amiga 500 und seine verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten. Ich bin mal wieder, wie im verunglückten Intro vorhin schon angesagt, etwas südlicher unterwegs. Hier immer wieder beim Blind German, der uns, muss ich sagen, seine klitzekleine Hardware-Auswahl, wo er hat, zur Verfügung stellt. Und wir starten beim A500 mit seiner Startkonfiguration und deswegen nochmal herzlich willkommen, Yes the Chips Bavaria Teil 2. Damit es jetzt einmal ein bisschen bayerisch wird, auch von mir ein Servus an alle Zuschauer beim Mix Yes the Chips. Mich freut es wahnsinnig, dass er nach etwas längerer Zeit, ihr erinnert euch vielleicht noch an das Bridgeport Special, ja, den Weg zu mir nach Bayern gefunden hat. Und tja, heute schauen wir uns einfach einmal an, was man mit dem A500 machen kann, beziehungsweise ganz klassisch machen konnte, wenn er einem letztlich zu langsam war. Man sieht jetzt ja da bei diesem wunderschönen Sys-Infoscreen dieses schöne 1,0, was hier oben steht bei 7 MHz. Das ist der A500 im Auslieferungszustand mit SlowRAM, so wie ihn tatsächlich alle quasi von uns, die mal mit Amiga was zu tun hatten, kennen. Aber das macht eigentlich auf Dauer nicht wirklich Spaß. Ah ja, mittlerweile haben wir eine kleine Veränderung vorgenommen gehabt. Das wurde auch ganz gerne gemacht und war noch relativ günstig. Neben der Festplattenerweiterung bietet ja der Alpha Power auch Fast-RAM. Im Vergleich zu unserem wunderbaren Traptor-Speicher ist es allerdings tatsächlich ein Fast-RAM, den die CPU ganz alleine bedienen darf und sich nicht um irgendwelche Custom-Chips scheren muss. Und das Ganze, schauen wir uns einmal an, bringt hoffentlich auch tatsächlich was. Nicht nur Arbeitsspeicher, sondern hoffentlich auch ein klein wenig mehr. Fragen wir mal unser Orakel, unser Sys-Info. Was spricht das Sys-Info? Ta-ta-ta-ta. Wunderbar. Wir haben ja doch eine deutliche Steigerung bei den Drystones erreicht. Und im Vergleich oben, wenn wir uns das anschauen, vorher beim A600, was ja quasi der 68.000er ist, rein mit Chip-RAM bzw. Slow-RAM, haben wir zumindest den Faktor 1,34 stehen. Das heißt, der Fast-RAM alleine hat das Ding schon mal ganz vernünftig beschleunigt. Und wir haben an der CPU an sich überhaupt gar nichts verändert. Es ist immer noch die gleiche Maschine.
welche 7,09 MHz im PAL-Betrieb hat. Die 7,14 sind NTSC, die interessieren uns nicht. Aber wie ihr seht, es ist immer noch der gleiche Prozessor. Also hier einfach nur Speed draufsetzen, haben wir uns gespart, sondern einfach nur den vorhandenen FastRAM in der Alpha Power aktiviert. Mehr war da gar nicht drin und trotz alledem ist schon deutlich zu sehen, dass wir hier eine Geschwindigkeitsverbesserung drin haben. 1,34 und das einfach nur mit ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Aber deswegen heißt das Zeug ja auch FastRAM. Wir haben jetzt die CPU ausgetauscht gegen eine 68010er und im gleichen Zusammenhang den FastRAM ausgeschaltet. Also jetzt einfach nur, um mal zu demonstrieren, was der Unterschied bringt zwischen einem normalen 68000er CPU und einer 68010. Taktung ist identisch? Taktung ist komplett identisch, 7,09 MHz und das ist der Wahnsinn. Das sind ganze 3% mehr, was das Ganze liefert. Also das ist dieser Mini-Turbo, wie er oft bei eBay verkauft wird. Der Mini-Turbo für den A500, der 68010er, satte 3% Leistungsplus. Gut, was erhält man mit dem 68010er? Beim WHD-Load kann man die Q-Taste hernehmen. Sensationell. Und er kann den ein oder anderen Befehl von der 68020er schon. Aber prinzipiell, wenn man sie günstig bekommt, okay, aber nicht die teuren Angebote bei eBay. Also das bisschen, was hier an Leistungsplus zu sehen ist, rechtfertigt keine teure Anschaffung. Finger weg am besten. So, und jetzt den ganzen Aufbau nochmal, 68010er CPU plus aktives FastRAM. Und ja, zur Erklärung nebenbei, hier in der Alpha Power selbst befindet sich unsere Festplatte, von der wir derzeit booten. Also wir laden den ganzen Spaß nicht von Diskette, sondern von der Festplatte. Allerdings hat das keinen Einfluss auf die Prozessorgeschwindigkeit, wie man sich ja so halbwegs denken könnte. So, und jetzt haben wir hier unser Ergebnis. Was lesen wir da? Zumindest 1,44. Also vorher hatten wir letztlich mit der normalen 68000er CPU diesen Vergleichsfaktor, wenn wir den mal übernehmen wollen, zum A600 von 1,34. Überschlagsmäßig sind das auch wieder so Pi mal Daumen 3-4%, was das Ganze bringt. Naja, es macht das System schneller. Zugegeben, wenn man die CPU für 5 Euro bekommt, ist das in Ordnung, aber es rechtfertigt keine große Geldausgabe. Zu den größeren Geldausgaben und deren Gründe kommen wir noch. Und da wären wir jetzt bei der nächsten Ausbaustufe. Wir haben nach wie vor das FastRAM angeflanscht an unseren A500, aber was sehen wir hier? Tja, hier haben wir eine einfache Karte eingebaut, die heißt Processor Accelerator. Tja, was macht der? Beschleunigt tatsächlich im Prozessor. Sowas haben manche sogar per Lötarbeit auf ihrem A500 erledigt. Der ist doppelt so schnell, der Prozessor. Der Prozessor taktet tatsächlich dann mit 14,18 MHz. Sensationelle Leistung. Aber wenn wir uns das Ganze mal in SysInfo anschauen, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ziemlich erbärmliche Leistung, was wir da haben. Bleiben wir wieder mal oben bei unserem Vergleichsfaktor A600 mit dem 68000er 1,47. Also wenn wir ehrlich sind, das haben wir doch vorher mit der 6810 letztlich auch erreicht und da haben wir keine Taktverdoppelung gebraucht. Tja, warum ist das Ganze jetzt so? Naja, der A500, die ganzen Teile des A500, die auf dem Board drauf sind, die laufen mit 7,09 MHz. Der FastRAM selber im Alpha Power, der läuft auch mit 7,09 MHz. Und das heißt, wenn die CPU einfach Daten braucht, dann muss sie im Prinzip warten, quasi einen Wait State einlegen, bis die Daten auf dem Speicher geschrieben sind oder vom Speicher geholt sind. Das heißt, die Karte wird ganz gewaltig ausgebremst, weil sie immer, wenn sie was zum Arbeiten haben will, warten muss. Und das sehen wir hier ganz deutlich. Und das heißt also, effektiv gesehen, die 14 MHz, die finden im Prinzip nur zwischen wo und wo statt? Die finden letztlich eigentlich nur am Prozessor statt. Der läuft mit seinen 14 MHz. Der kann die 14 MHz aber nicht wirklich
ausreizen, weil er immer warten muss. Okay. Bei jedem Zugriff auf die sei es auf die Festplatte, sei es auf dem Arbeitsspeicher, was ja ganz wichtig ist, wie wir vorher beim Fastram gesehen haben, Arbeitsspeicher ist was Sensationelles. Da runtertakten geht ja an sich so nicht, sondern einfach warten, ein Wettstate einlegen, dann sind die Daten da, dann kann ich arbeiten. Und als Ergebnis sehen wir, diese Warterei bremst das ganze System wahnsinnig aus. Also Fazit unterm Strich, einfach nur Taktverdoppelung, Blödsinn. Komplett. An den zugeschalteten Fastram hat sich wiederum nichts geändert. Wir lassen das jetzt auch einfach so dran. Das heißt, wir haben hier jetzt den Prozessor, den AdSpeed und Fastram am Laufen. Und schauen wir mal, was SysInfo sagt. SysInfo macht in dem Fall langsam richtig Spaß. Faktor über 2,5 zum A600. Das ist dann tatsächlich immer eine ganz vernünftige Beschleunigung, die wir hier haben. Warum das Ganze? Wir haben nicht nur eine Taktverdoppelung, die hier stattfindet bei der AdSpeed, sondern auf dieser kleinen Platine ist noch Cache-Speicher zwischengelegt. Das heißt, dass der Prozessor durchaus schon mal, ich sag's mal, was abarbeiten kann, was noch nicht im Fastram gelandet ist. Also aus dem Cache-Speicher Daten holen und schneller verarbeiten oder aber in den Cache-Speicher schreiben, bevor das Ganze an das eigentliche A500-System abgegeben wird. Und der Cache-Speicher, der bringt in dem Fall tatsächlich was. Das Ganze wäre natürlich auch noch einen kleinen Ticken schneller. Ich bringe mal wieder die 6810, die wir vorher etwas gescholten haben, wieder ins Spiel. Ich kann die AdSpeed auch mit der 6810 ausrüsten. Dann komme ich natürlich nochmal so auf ca. 3% mehr an Leistung, was ich hier habe. Wir haben das Ganze hier mit der reinen 68.000er durchgemacht, damit das Ganze soweit vergleichbar ist. Die ca. 3%, wie gesagt, können wir da immer drauf rechnen. Und was auch recht interessant ist, wir sind jetzt, wenn wir uns den anderen Vergleichswert mal anschauen, zwei Zahlen weiter unten, wir sind in Schlagreichweite von einem A1200. Ganz genau, von einem A1200 ohne Fastram. Also das ist ein A1200 rein mit Chipram betrachtet, ganz genau. Recht viel mehr schafft er letztlich auch nicht. Natürlich würde er sich ein bisschen anders verhalten, das System, summa summarum, aber das ist schon mal ganz nett. Und das Ganze ist so klein, diese AdSpeed, das ist wunderbar zum Verbauen. Ich denke da an den A1000 und solche Sachen, also da macht das Teil auch wirklich Spaß. In der nächsten Stufe deaktivieren wir in unserem Alpha Power hier das Fastram. Warum machen wir das? Weil wir hier nun eine Karte im Einsatz haben, die Blizzard Turbo Memory von Phase 5. Die hat nämlich ihrerseits 8 MB Fastram dabei. Und wie wir wissen, bei 8 MB Fastram auf dem Zorro 2 Bus ist Schluss. Das ist das Maximum, was wir an Fastram haben können. Und das Schöne an der Karte ist, die spricht diese 8 MB auf der Karte auch wirklich mit der CPU-Clock an und das sind auch wieder die verdoppelten 14,18 MHz, die wir haben und der Speicher läuft auch mit diesem 14,18 MHz. Zusätzlich haben wir auch noch, was auf dieser Karte möglich ist, den sogenannten Shadow eingeschaltet, praktisch für das Kickstart-ROM. Und jetzt schauen wir mal, was uns das Ganze hier liefert. Satte 2,72 als Vergleichsfaktor. Da macht das System dann wirklich Spaß. 8 MB Speicher, das wird langsam eine flotte, angenehme Kiste, würde ich sagen. Die ganze Zeit haben wir uns nach wie vor mit dem normalen 68.000er Prozessor abgegeben. Wir machen da jetzt noch einen Schritt weiter nach oben und haben hier die MTEC Turbo-Karte mit dem 68020er Prozessor drauf. Wir sehen links nach wie vor den 68.000er, das ist aber der sogenannte Fallback-Modus. Man kann diese Konfiguration also auch nur mit dem 68.000er betreiben. Und dann allerdings auch ohne den Speicher auf der MTEC Turbo-Karte drauf.
Die bietet in diesem Fall, sagen wir mal, satte 4 MB Speicher. Und diese 4 MB werden auch wiederum mit den vollen 14,18 MHz angesprochen. Und die 68020er CPU ist ja auch ein wenig schneller wie die 68000er, rein bauartbedingt. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen und der Sysinfo, unserem wunderschönen Schätzeisen, da springen wir auf einmal ja, über die 4 drüber. Vergleichsfaktor zum A600 bei satten 4,36, 4 MB Speicher. Ich denke, das ist einmal so ein nettes Spielesystem. Da macht auch einiges Spaß auf diesem Teil. Ich denke da an Wing Commander und sowas, da kann man langsam zum Spielen anfangen. Und Sysinfo lässt sich zum Kommentar Let's Go hinreißen. Sensationell. So, und bevor wir jetzt in der komplett neidbelasteten Hardwarezone landen, noch die Info dazu. Wir hatten zuvor auf der MTEC einen 68020er Prozessor drauf. Das heißt, wir reden hier von einer 32-Bit CPU. Der normale 68000er arbeitet ja nur intern mit 32-Bit, extern auf dem Bus 16-Bit. Ab der 68020 haben wir 32-Bit, was also die ganze Geschichte nochmal ordentlich beschleunigt. So, und hier haben wir jetzt was, was man heutzutage nicht mehr alle Tage sieht und was so ein kleines bisschen Neid in mir weckt. Eine wunderbare Derringer ist eine nette Turbokarte im wahrsten Sinne des Wortes für den A500 mit einer 68030 CPU und satten 32 MB Arbeitsspeicher. Es gibt sogar noch einen Hack, dass man dieses Teil auf 128 MB hochbringt. Die Löterei habe ich mir erstmal gespart. Das ganze Gerät läuft mit satten 50 MHz, drum auch die kleinen Kühlkörperchen auf den CPUs bzw. auf der FPU drauf. Und naja, das ist zumindest eine der schnellsten Varianten, die man, ich sag's mal, in der klassischen Welt für den A500 verwenden kann. Sei aber auch dazu gesagt, die Derringer 030 in der normalen Konfiguration, wie man sie damals gekriegt hat, war die nicht auf 50 MHz. Die lief auf 25 MHz. Es gibt eine offizielle Derringer Platinum, die mit 50 MHz läuft. Und viele der 25er Karten laufen auch tatsächlich mit 50, allerdings nicht alle. Und dann ab, was sagt Sysinfo? Tja, unser Sysinfo kommt langsam in richtig interessante Werte rein, finde ich. Wenn wir uns mal das Ganze anschauen, natürlich oben der klassische Faktor, den wir immer verwendet haben. A600, 16,32 mal so schnell. Ja, das sind schon Dinge. Und vor allem, mit was können wir vergleichen? Mit was sind wir vergleichbar? Da können wir schon relativ weit nach unten wandern und wir hängen locker einen A3000 ab. Wohlgemerkt nach 3000 in der Standardauslieferung mit 25 MHz. Okay. Aber Faktor 16, das ist schon durchaus bemerkenswert. Tja, gibt es noch was Schnelleres für den A500? Jo. Ja, es gibt nämlich auch tatsächlich noch was, was tja, quasi die Krone der klassischen Amiga 500 Schöpfung an Turbokarten anbelangt, nämlich von Progressive Peripherals und Software aus den USA. Die haben 1992 die Progressive 500 040 rausgebracht. Ein krasses Teil mit einer 68000er 040 CPU, getaktet auf 28 oder 35 MHz. Ein Wahnsinnsteil, was tatsächlich den A500 komplett ausgefüllt hat, praktisch über dem CPU-Slot. Netterweise auch mit Rückfallmodus für den 68000er, aber als wirklicher Schwachpunkt maximale 8 MB Speicher. Und für die 040er Karte muss ich sagen, ist 8 MB eigentlich ein Witz. Die Karte habe ich in freier Wildbahn noch nie gesehen. Wer eine hat, bitte bei mir melden. Dankeschön. Ja, also 68040, da muss ich dazu sagen, bevor ich heute hierher gefahren bin, wusste ich nicht, dass es für den A500 überhaupt 040er Karten gegeben hat. Aber es ist, wie der Blind Sherman sagt, gesehen habe ich so ein Ding auch noch nie. Noch kurz ein paar Takte zu dem Fallback-Modus, den wir haben. Also auch hier die Derringer, wo wir hier sehen, hat noch eine 68000er CPU mit drauf.
Das ist schlichtweg für die Softwarekompatibilität gedacht. Es gibt nämlich durchaus Software, die mit einem beschleunigten System entweder überhaupt nicht klarkommt, soll heißen, nicht läuft oder, was auch passiert, dann viel zu schnell läuft und man entsprechend nichts mehr damit anfangen kann. Was bleibt uns übrig für die Turbokarten? Wichtig ist es eigener Speicher, der dann auch wirklich mit voller Geschwindigkeit angesprochen werden kann. Und naja, wie schnell das Ganze sein soll, das bleibt letztlich jedem selbst überlassen, was er mit dem 500er anfangen will. Ich denke, als Zockerkiste wäre so eine MTEC eine ganz vernünftige Sache, wenn man die noch einigermaßen günstig bekommt. Die beschleunigt die Spiele, hat eigenen Speicher und damit läuft die Sache ganz toll. Das heißt also, dass manchmal angestrebte exzessive Tuning eines A500 nur um damit spielen zu können, ist eigentlich vollkommener Blödsinn. Denn man muss sich eins vor Augen halten, die meisten Spiele sind damals für den ganz normalen A500 programmiert worden. Und jede Erweiterungstätigkeit, welche Natur auch immer, bringt das System einen Schritt weiter von dieser ursprünglichen Kompatibilität weg, könnte also sogar noch zusätzlich zu ungewollten Problemen führen. Wie beim Lotto sind diese Angaben natürlich allesamt ohne Gewähr. Wir haben weitestgehend versucht, die gleichen Umgebungsbedingungen für die verschiedenen Karten zu schaffen. Dennoch kann es nicht ausbleiben, dass es hier und da gewisse Ungenauigkeiten gibt. Als Fazit möchten wir festhalten, dass eine reine Taktverdopplung am Prozessor ohne zusätzlichen Speicher keinen wirklichen Sinn hat. Auf der anderen Seite ist so eine Wahnsinnskarte wie die Derringer oversized, wenn man sie mal mit ihrem derzeitigen Marktwert vergleicht. Ein moderates Prozessor-Upgrade und vor allem echtes Fastram sind, nach unserer Meinung, die passende Mischung für den Amiga 500. Und damit die modernen Karten nicht ganz außen vor bleiben, hier noch der Vergleichsfaktor der ACA 500 von Individual Computers, 2,71 mit allen gezündeten Nachbrennern. Aber diese Karte hat ja ihre ganz eigenen Vorzüge, über die ihr euch in Folge 17 informieren könnt. Demnächst, also mit Stand heute, November 2016, wird es ja die ACA 500 Plus geben, auf die ich persönlich schon sehr gespannt bin. In der nächsten Folge dürft ihr dann weiter euer Bayerisch schulen, so viel ist schon mal sicher. Bis dahin, Adele, ciao und bye bye, euer Mick. Es ist schlichtweg für die Software-Kompatibilität. Als Gaffer, ja? Du hast ja nicht gedacht, dass ich das Ding selber einstelle. Was, bist du ein Gaffer? Ja. Stimmt, du hast eigentlich Gaffer. Das heißt, das Kabel, jetzt verstehe ich das. Ich habe immer gelacht, wenn ich das gesehen habe. Nein, du meinst ja dieses Panzerklebeband Gaffers Tape. Genau. Weil ihr damit die Leitungen ankleben beim Filmen. Jetzt machen wir Taktverdoppelung mit Cash. Reiß das Ding raus. Na. Wie sieht das Messer eigentlich aus? Vorher Wurst damit geschnitten? Na, Paketklebeband. Was da wohl angeliefert worden ist. Tja, gell? Naja, das ist das Faszinierende eigentlich an dem Teil. Ach, das ist eigentlich verkotzt. Das ist so geil. Das ist so geil. Hast du eine nette Platine? Gut, du darfst einen Co-Prozessor noch unterbringen. Das ist der einzige Vorteil. Aber was brauchst du am Amiga, wenn wir ehrlich sind, bei den langsamen Dingen einen Co-Prozessor? Ja. Ja. Also das ist auch für die Katz. Das heißt, wir bleiben beim 68.000, da haben wir gesagt, wo hast du die AdSpeed hingeschmissen? AdSpeed, hast du mir vorher gezeigt, die Platine? Hast du die aus Versehen eingeschoben? Die ist schon im Auto. Ach so, die ist schon im Auto? Ah, verdammt. Was ist die da? Ja genau, nehmen wir die AdSpeed dabei. So, jetzt kommen wir ins Feld. Genau. Ich hasse diese scheiß Präzisionssoftware. Ich weiß nicht, warum die ausgeleierten anderen Lever sind. Ist so. Das Thema machen wir jetzt mal im Forum auf. Die scheiß Präzisionssoftware. Warum was ausgeleiertes Schönes? Das Untertitel. Eieiei. So. Schauen wir uns mal das Ganze hier in SysInfo an, was hier dann tatsächlich passiert mit dem System. Fragen wir mal unser Schätzeisen, was hier rauskommt. Und ta-ta-ta-ta. Die sind hochgetaktet. Scheiße. Ich liebe, wenn ich Material für die Outtakes habe. Genau. Das ist geil. Warte mal. Es kommt
kannst du ja auf Deutsch nicht aussprechen. Kannst schon, aber es klingt ziemlich. Es klingt irgendwie scheiße. Ich versuche, wenn mein Opa Englisch geredet hat. Der Advanced. Konnte der Englisch? Nein. Na, was habe ich letztens gehört? And how goes must you runs? Läuft. Geil. Nee, kennst du S. Monkey Castle? Aschaffenburg. So, als Fazit zum Ende von unserer Serie Amiga 500 und Beschleunigerkarten steht also ganz klar folgendes Statement im Raum. Es kommt definitiv nicht nur auf die Länge an, sondern vielmehr auf die eingesetzte Technik.